Das Orgelporträt. Die Gerhard-Orgel in Schlöben. Schlöben ist eine Gemeinde mit etwa 930 Einwohnerinnen und Einwohnern im thüringischen Saale-Holzland-Kreis. Erfüllende Gemeinde ist Bad Kloster Lausnitz. Schlöben und die Gemarkung des Ortes liegen am südlichen Fuß des geschichtsträchtigen Bergstockes Wöllmisse und nördlich der Autobahn A4. Zur Gemeinde gehören neben Schlöben selbst noch die Dörfer Gröben, Rabis, Trockhausen, Mennewitz und Zöttnitz. Die erste urkundliche Nennung Schlöbens ist für das Jahr 1190 nachgewiesen. Im Zentrum des Ortes befinden sich die Reste der einstigen Burg, die seit 1727 im Besitz der berühmten Adelsfamilie von Hardenberg war. 1768 fiel das Gut an Heinrich Ulrich Erasmus von Hardenberg, der bis 1785 das Stammgut der Familie in Oberwiederstedt bewirtschaftete und dann als Direktor der kursächsischen Salinen mit der Familie nach Weißenfels übersiedelte. Die Kinder des Gutsbesitzers verbrachten jeweils mehrere Jahre auf dem Anwesen in Schlöben, so auch der 1772 geborene Friedrich von Hardenberg. Wir kennen ihn unter seinem Künstlernamen Novalis, einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Frühromantik. Die heutige Dorfkirche wurde 1744 bis 1747 anstelle einer mittelalterlichen Vorgängerkirche auf Kosten des Kirchenpatrons Friedrich August von Hardenberg erbaut. Der Kanzelaltar, die Emporen, die Patronatsloge mit dem Wappen der Familie von Hardenberg und die prachtvolle barocke Orgel sind aus dieser Zeit bis heute nahezu unverändert erhalten.
die Orgel, ist ein Werk von Justinus Ehrenfried Gerhard aus Lindig. Zu Beginn erklang sie in der Pracht ihres vollen Werks mit der Choralbearbeitung »Ein feste Burg ist unser Gott« von Georg Michael Telemann, dem 1748 geborenen Enkel von Georg Philipp Telemann. Es folgt die Choralbearbeitung »Was Gott tut, das ist wohlgetan« aus der Feder von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 1116. Die Geschichte der Orgelbauerfamilie Gerhard beginnt mit Justinus Ehrenfried Gerhard. Er wurde 1710 geboren und war ein Schüler des Orgelbauers Johann Konrad Fockeroth in Löbschütz bei Kahla. Hin und wieder ist zu lesen, dass Gerhard ein Schüler Gottfried Silbermanns war, doch ist dies aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar. Die 1733 errichtete Orgel in Altenberga im südlichen Saaletal und das 1735 erbaute Instrument in Engerda im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat Justinus Ehrenfried Gerhard als Geselle wohl weitgehend selbstständig anstelle seines betagten Meisters Fockeroth errichtet. Nach der Übernahme der Fockeroth'schen Werkstatt 1737 verlegte Gerhard den Sitz der Firma nach Lindig bei Kahla. 1741 heiratete er die Jungfrau Justina Maria Thiemin aus Lindig und 1745 wurde der Sohn Christian August Gerhard geboren, der später in der väterlichen Werkstatt die Kunst des Orgelbaues erlernte und nach dem Tod des Vaters 1786 die Familientradition fortsetzte. Und schon 6 Jahre zuvor, im Jahre 1780, erblickte mit Justinus Ehrenfrieds Enkel, Johann Christian Adam Gerhard, die dritte Generation der Orgelbauerfamilie das Licht der Welt. Insgesamt wirkte die Orgelbauerfamilie Gerhard fast 100 Jahre lang zunächst auf einem relativ eng begrenzten Gebiet des Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg an der mittleren Saale, etwa zwischen Kahla im Süden und Camburg im Norden. Gelegentliche Ausflüge nach Ilmenau oder nach Altengesäß ins reußische Oberland blieben Ausnahmen.
Erst mit der Verlegung der Werkstatt von Lindig nach Dorndorf in der dritten Generation wurde dann auch der Raum um Jena erschlossen, der damals zum Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach gehörte. Die Orgeln von Justinus Ehrenfried Gerhard zeichnen sich allesamt durch die Verarbeitung bester Materialien und solide handwerkliche Arbeit aus. Vermutlich auch deshalb erhielt Gerhard irgendwann einmal den Beinamen Thüringer Silbermann. Die genannten technischen Eigenschaften sowie auch der unverwechselbare farbige Klang der Gerhard-Orgeln machen sie auch ohne das ausgeliehene Attribut eines Thüringer Silbermanns zu Meisterwerken. Es sind Höhepunkte der Thüringer Orgelbaukunst des Barock. Eine ganze Reihe von Instrumenten, etwa 15 bis 18, sind aus dem Schaffen Justinus Ehrenfried Gerhards bis heute erhalten, freilich später mehr oder weniger verändert und leider auch erst teilweise restauriert. Unter ihnen ragt die zweimanualige, 1749 bis 1750 erbaute Orgel in Schlöben heraus. Sie ist bis auf die Prospektpfeifen nahezu unverändert erhalten und fasziniert sowohl mit dem Klang des Plenums als auch durch höchst individuelle und klangsensible Einzelstimmen. Das reizvolle Wechselspiel beider Manuale erleben wir in dem folgenden kleinen Concerto von Giuseppe Torelli, das der Weimarer Stadtorganist Johann Gottfried Walter für die Orgel übertragen hat. Thank you.
Orgel in Schlöben wurde in den Jahren 1999 bis 2002 durch die Firma Vogtländischer Orgelbau Thomas Wolf aus Limbach sorgfältig restauriert. Sie besitzt 16 Register auf 2 Manualen und Pedal. Im Hauptwerk, das ebenso wie das Oberwerk einen Klaviaturumfang bis zum 3-C besitzt, finden wir die Stimmen Prinzipal, Viola di Gamba und Gedackt 8 Fuß, die Oktaven 4 Fuß und 2 Fuß, das Ganze bekrönt von einer vierfachen Mixtur und interessant eingefärbt durch den zweifachen Tertian. Bemerkenswert ist, dass die Klanggestalt des Oberwerks ohne eine einzige Prinzipalstimme disponiert ist. Es verfügt über die Register Lieblich Gedackt und Quintertön 8 Fuß, Klein Gedackt und Salicet 4 Fuß, eine Waldflöte 2 Fuß und eine Siffflöte 1 Fuß. Das Pedal schließlich mit einem Umfang bis zum 1-C besitzt Subbass und Posaunenbass 16 Fuß sowie einen Oktavbass 8 Fuß. Dazu kommen eine Manual- und eine Pedalkoppel. Abschließend erklingt noch ein Stück von Johann Sebastian Bach, die berühmte Arie aus den Goldberg-Variationen. Hierin hören wir im Wechsel jeweils alleine die wunderbaren Gedackte in Haupt- und Oberwerk. Doch noch einmal zurück zu Novalis. Er soll sich, wenn er in Schlöben weilte, zuweilen auch selbst auf der Orgel der Dorfkirche probiert haben. Darum wird die Gerhard-Orgel seit einigen Jahren auch vermehrt Novalis-Orgel genannt. Es ist durchaus ergreifend, wenn wir heutigen auf der original erhaltenen Klaviatur spielen und dem Klang im Raum nachlauschen dürfen, wie ihn also der Meister vor über 200 Jahren auch schon erlebt hat. Und wenn man dann alleine in der Kirche ist und die Augen schließt, denkt man möglicherweise an das Wort von Novalis aus seinen Blütenstaubfragmenten. Jeder geliebte Gegenstand ist der Mittelpunkt eines Paradieses.